Wir fangen an mit dem einfachsten. 1-1-1-1. Wenn jemand so blöd ist, dann kann ich. Oh, ich kann entweder hier drauf. Nee, kann. Kann ich nicht. Hä? Was? Ja? Doch? Nein? Bad Code. Wir haben eigentlich auch nur drei Chancen, ne? 9535 ist der andere. Ups, falsche Richtung. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Ha. Was gibt's denn hier noch? 7063 wäre auch machbar. Ist hier zum Beispiel aber gar nicht drauf. 7063. You locked it, dumbass. Ha, ja, okay. Das ist natürlich doof. Okay, ich hole mir jetzt mal noch einen Zettel raus und dann schreiben wir uns die ganzen Sachen auf, weil sonst wird das echt ein bisschen schwierig. So, wir hatten 1, 1, 1, 1 hat nicht funktioniert. Dann hatten wir irgendwas mit der 9, glaube ich, vorne. Ja, gut, ich schreibe mir jetzt erstmal den Puck auf. Puck ist 8, 7, 8, 8. Oder, nee, es ist 9. Fuck. 8, 9, 7, 8, 0, 8. Wir kriegen das schon raus. Also, wir haben. Leider, ich finde es doof, dass man hier nichts eingeben kann. 7, 8, 9, 7, 8, 0, 8. Oh, okay, das Let's klappt find out immer. what Nathan Prescott has been trying to hide. Gut. Dann bräuchte ich da eigentlich nichts mehr aufschreiben. Naja, egal. Vielleicht muss ich ja noch mehr aufschreiben. What up? Need the G. Okay, cool. Pitch, you sold me water, asshole. Calm down. Bring it to me. Bring it. Stay away. Pigs on the beach. Aha. Weiter Yes. geht's. New home? This is all Good. about Good to Nathan trying to score for the Vortex Club party. know. Sehr interessant. Nathan was jonesing hard the night of the party. He Krass. didn't have enough drugs. Drug dealer drama. Oh Gott, ich kenne die meisten Sachen gar nicht. Was, was? God, Nathan, you're out of control. Krass. Okay, da haben wir schon mal einen Teil für das, für die Lösung zum Schluss. Machen wir mit David weiter. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Wir gucken mal hier. Maybe I should have let Warren beat Nathan's ass down. Just this once. War das sein Auto? Wahrscheinlich nicht, ja. Wow, sir. This looks like an expensive machine. Das könnte passen, hä? That's definitely Chloe's car. Gut, dann bleibt es schon mal draußen. Interesting. Is this Nathan's car? Passt eigentlich nicht zu ihm, oder? Of course Yep. Nathan drives an SUV. Das passt. Overcompensating, as usual. Aber hier gibt's doch zwei. Who does this car belong to? Okay, klar. Jetzt müssen wir nur herausfinden. Ja, yep, das ist überklebt. Das heißt, das hier und das hier. Jetzt müssen wir nur noch die richtigen Koordinaten herausfinden. Yep, another car David was tracking. Oh, okay, ich muss mir nochmal angucken, was für ein Nummernschild das war. Ich schreibe es mir auf. SXFTNDR. Dann macht es das Ganze noch einfacher. Nein. Who else was David tracking here? Ja, das ist auch eigentlich interessant. Das ist auf jeden Fall das Richtige. Gucken wir uns das auch nochmal kurz an. Why the hell are you following these people? And to where? Ganz ehrlich, man könnte theoretisch mal alle diese Breiten und Längen gerade eingeben und gucken, was das erzeugt.
Ich meine, das sind echte Längen und Breiten gerade, von daher passt das schon. Now we're finally getting somewhere. Sehr cool. Chloe, Kommen dem Ganzen immer let's näher. plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Boop. Es geht immer weiter. Jetzt fehlt uns nur noch der Mittelteil. Das ist auch lustig. Hier sind Sachen halt in der Mitte zerrissen. Ich meine, so funktioniert das aber nicht. So, Franks Hinweise. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Mhm. Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. Wo ist Nathan selbst? Rod. Aufschreiben. Rod ist erstmal ganz wichtig. Gibt's noch einen? Nein, gibt's nicht. Aber natürlich musste ich mal wieder niesen. Das habt ihr Gott sei Dank nicht gehört. Das war nämlich sehr laut. Okay. Ist eigentlich relativ klar, das. Okay, das müssen wir nicht auswählen. Gut. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Mir ist Rottweiler dabei in Blackwell. Blackwell. So. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Ja, es sind sehr viele, also wow. Aber da ist Rottweiler nicht dabei. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Und hier ist er auch nicht dabei. I wonder what dog name Frank would have given me. Kokain, 2 Gramm für 150 Dollar. Schrecklich, ey. I'm getting a contact high just reading this. Ja, wahrscheinlich ist da sogar ein bisschen Zeug drauf. Aber hier ist er auch nicht, also muss es hier sein. Per Ausschlussverfahren. Two deals with Nathan on the same day? Einmal, zweimal. Party supplies, no doubt. Das ist der Volltreffer. Oh yes. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. Perfekt. That's it, Max. Wow, sehr, sehr cool. Können wir mal mit dir reden? Hey Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Okay, los geht's. Take a breath, Max. Drei Sachen. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Ist übrigens ein sehr gutes System. Muss mal gucken, welches von denen passt. Nein. Es kommt auch auf das Datum an. Das passt. Das passt sogar sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch den richtigen Deal finden. Das müsste auch am 4.10. gewesen sein. Das ist es. Und jetzt die ganzen Bilder. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? That beach is like Frank's main office. Das passt nicht. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. 10.04.2013, das ist unser Datum. Somebody is stocking up on gas. Hier ist auf jeden Fall der 10.04. dabei. No doubt that Nathan stays in his dorm room. So he could be hiding clues there too. Not much out there. Sicher? Das würde passen. 10.56 Uhr. Oh, that has to be the Prescott Estate. Poor rich Nathan. If Joyce knew what Nathan did to Chloe, passt nicht. She would fry his ass. So, gucken wir kurz nach. Um 5.40 Uhr am Nachmittag. Also 17 Uhr. 14. Das passt. Kurz davor. Und dann eine Weile danach. This makes no sense, Max. Ja. Das war davor. Und das ist viel später. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das auch nicht.
auch nicht. Dann bleibt eigentlich nur noch das hier übrig. 6 Uhr. Ja, das könnte passen. If I can match one of the text messages and transactions with Frank, then I can find the exact location. Oh, okay. Hat nicht geklappt, oder was? Oh, was ist hier los? So, this infamous party was the fourth. Genau, das ist das Wichtigste. Ich mach das nochmal weg, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Volltreffer ist. Das ist eigentlich zu spät, oder? Vielleicht gibt's noch eins, ups. Vielleicht gibt's noch eins, was später war? Oh. Nee, das ist der 10.7., das ist zu spät. Oh, das könnte es sein. Weil er auch der Doppel zahlt? Und dann war das sehr spät? Moment mal. Das war dann so spät noch. Das. Das ist es. Oh mein Gott. Chloe, this is definitely the place. Let me dig up some more clues here. Huh. Okay. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. Just some shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Das ist der Dark Room. Da bin ich mir schon relativ Somebody sicher. Somebody named Harry Aaron Prescott. God. I'm shocked. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody. No one. Except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. Aber vielleicht nicht in dem Moment. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. Die Waffe mitnehmen. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Ich hoffe, sie hat die Waffe jetzt noch mitgenommen, weil das wäre jetzt wirklich dumm, bei Frank die Waffe mitzunehmen, aber jetzt nicht mehr. Wir werden sehen. No trespassing. Was wir gerade machen. Wir dürfen das Grundstück nicht unerlaubt betreten. Das Ding sieht nicht gerade gut aus. Holy shit, this is scary. I know. Gut, dass es am Tag ist. Here. Let's go find the best way in. Die Haupttür. Einfach Schloss aufmachen. Fertig. Obwohl, das wäre ja dann aufbrechen und eintreten. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Ja, das heißt, wir müssen uns beeilen. Then we need to get in that barn. Wir finden einen Weg. Im Notfall? Ach nee, das bringt ja auch nichts. Wir müssen den Schlüssel finden oder es aufbrechen. Gucken wir nochmal die an. These are thick tracks and definitely fresh. Nathan's SUV? Würde passen. Chloe is so damn fearless. Where does that come from? Ah, da oben ist ein Stromteil, aber was bringt uns das? Kostüme, oh ja, das kommt noch. Party. Und, Go Ape. Falls das auch wirklich noch passiert. Okay. Warum ist hier so ein... Now, why would somebody run all that electricity into an old empty barn? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Hier kommen wir nicht durch. Das gefällt mir wirklich nicht. Wir könnten theoretisch versuchen mit einem dicken Seil. I think I see something in there. This has gotta be it. Ja. Mit einem Seil oder so könnte man die Tür auch einfach aufziehen mit dem Auto. Watch us. Ja, wir machen es gerade, also... ein Schild allein nützt natürlich nicht viel. Steine bringen uns auch nichts. Hier ist ein altes Auto. Watson,
We can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Ah, man kann ja nie genau wissen. Da hinten, aber das ist auch Ruin. Ja, Ruine. Das bringt nichts. Vielleicht von oben, wenn wir hier raufgehen?